Yo Leute, ja, ich werde heute keine Videos hochladen, denn ich bin krank. Gestern ging es mir eigentlich gut, den ganzen Tag über, auch als ich mich dann hab schlafen gelegt. Aber mitten in der Nacht bin ich wach geworden mit Magenkrämpfen und Schüttelfrost und jetzt hänge ich irgendwie voll drin. Hab mir wohl irgend so eine Grippe eingefangen. 2017 war ich, glaube ich, gar nicht krank. Nicht mal eine Erkältung oder sowas, nur mal so ein bisschen vielleicht Hals wie angedeutet oder einen leichten Schnupfen. Aber ja, 2018 startet mit einer Magen-Darm-Grippe. Cool. Habe ich mir gewünscht. Verspätetes Weihnachtsgeschenk. Nun denn, heute kommt also nichts. Morgen, wenn es mir besser geht, vielleicht. Ansonsten natürlich geht es auch wieder weg. Ich hoffe schnell. Ich denke positiv, das Einzige, was man machen kann. Draußen ist ein super, mega Killersturm. Das Wetter ist beschissen, ich fühle mich beschissen, aber die Sonne kommt irgendwann auch wieder raus. Ihr könnt ja alte Projekte angucken oder vielleicht sind ja auch einige jetzt von ihren, keine Ahnung, Winterurlauben zurück. Ich denke, viele Menschen sind über Weihnachten, Silvester und so auch weggefahren. Die können jetzt Dying Light gucken oder Metro oder irgendwelche alten Geschichten. Ich habe ja beinahe 8000 Videos, also da wird jeder irgendwas finden. Und wenn es mir morgen gut geht, dann nehme ich was auf. Wenn es mir nicht gut geht, dann halt nicht. Es tut mir leid, wirklich, aber ich kann nicht lange am PC sitzen. Ich habe so starke Krämpfe, da lege ich mich lieber hin. Hat ja keinen Sinn, wenn ich das dann irgendwie verschleppe und dann unnötig lange krank bin. Da schone ich mich lieber und hau mich hin und schlafe einfach. Ja, ich wünsche euch allen trotzdem einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns morgen. Und ansonsten freut euch auf ganz viele Projekte im Jahre 2018, auf all die großen Blockbuster-Spiele und Indie-Granaten. Diesen Monat kommt ja auch die Vollversion hoffentlich von Subnautica, ich hoffe es. Dann wird es da auch nochmal eine neue Staffel geben mit der Vollversion. Es kamen jetzt schon ein paar Updates mit der Grafik oder so, aber ich finde, es hat sich einfach nicht gelohnt. Da warte ich lieber dann, wenn wirklich der Full Release rauskommt. Ich bin gespannt. Ansonsten sieht es ja diesen Monat eher so ein bisschen schlecht aus, was neue Spiele angeht, aber ich habe noch ein paar alte Perlen, die ich unbedingt mal spielen will. Und wie man unschwer erkennen kann, sind die Leute auch an alten Perlen oder älteren Spielen interessiert. Dying Light ist ja super erfolgreich, phänomenal viele Likes und auch Metro ist in meinen Augen für die jetzige Zeit auch gar nicht mal so unerfolgreich. Ja, also bleibt gespannt, was uns 2018 alles bringen wird. Danke fürs Zuhören, auf Wiedersehen und tschüss! Mein Arzt hat mir verboten, das zu machen.